Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Let's Play SimCity Rush Hour mit dem SimCity 4 Launcher, einem Mod, der größere Auflösung und so macht. Ich hatte jetzt gerade kurz eine Aufnahme und dann ist das Spiel abgestürzt, aber das war jetzt einzigartig. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht weiterhin ab. Aber ja, ich habe auch viel gemacht und ich werde jetzt einfach euch noch ein bisschen zeigen, wo die Probleme lagen. Also ich habe hier zwei Krankenhäuser, die müssen wir jetzt nochmals, also wir müssen ein Krankenhaus, ein weiteres machen. Und wir haben das Problem, dass wir Stau haben an gewissen Punkten. Ich werde jetzt mal hier dieses Haus ersetzen, das sollte reichen. Und jetzt schauen wir mal hier, wie viel hier schon hingehen. Okay, es hat viel mehr Kapazität. So, ich habe jetzt über 500.000 gespart. Und ja, jetzt als erstes müssen wir, denke ich mal, Wohngebiete und ja, einfach Ringgebiete machen. Ich werde jetzt da mal ein bisschen ja, die Viertel aufteilen. Auf jeden Fall möchte ich jetzt mal hier eine Straße machen. Und zwar eigentlich von hier rüber. So, binden. Und eigentlich hier auch noch. Ja, das sieht eigentlich gut aus. So, genau. Und dann machen wir immer so Parzellen. Machen wir die dicken, also die dichter besiedelten. So. Und ja, hier werde ich dann besser einzelne machen. Soweit das geht. Ja, bitte nicht immer stören. Sonst müssen wir halt die Sachen einfach am Brennen lassen. Sobald wir Ding machen wir das aus. Sobald wir Feuerwehrmagazine bauen können, machen wir dann die Teile. So, es bauen sehr viele hier. Sehr gut. Ja. Okay. Hier auch nochmal. So. Dann können wir eigentlich hier auch nochmals machen. Jetzt sind die blauen dann Gewerbegebiete. Jetzt bin ich langsam gesättigt. Ja, es wollen auch Hightechchen, dass die gemacht werden. Okay, die können wir dann hier oben irgendwo hinpacken. Wieso sind die Gebäude hier verlassen jetzt? Okay. Unweh. Ich will nicht unweh. Ich wollte wissen, wo das war. Die Street of Road. Ja, und wieso fahren hier so viele? Sind wir doch hier. Das will ich jetzt aber noch nicht machen. Breite machen. Okay. Wir haben kein Wasser mehr. Brauchen wir nochmal Wasser? Jetzt ist gerade ein bisschen stressiger. Wir machen auf jeden Fall nochmal so einen Wasserturm. Die kann man auch irgendwo hier hinpacken. Ich mache die zusammen mit dem anderen. So. Und hier müssen wir sowieso zuerst noch eine neue Leitung machen. Okay. Jetzt haben wir gerade ein bisschen viel zu tun gehabt, aber... Ja. Okay, nochmals. Nochmals ein Wasserturm. Ja, sehr expansiv momentan. Bis wir einfach bessere Qualität haben. Schaut, ja, jetzt werden auch hier große Gewerbegebiete gebaut. Zum Beispiel ein Mode inklusiv. Party Audio. In Reich. Hier auch Reich. Ja, es kommen langsam verschiedene Gebiete. Die beste sind, das ist Industrie. Okay, vielleicht die Industrie dann wieder weg. Hier. Wieder zu wenig Wasser. Das Spiel nervt man. Doch, wir haben genug Wasser. Doch das Große dann mal noch nehmen. Hat halt wirklich große monatliche Kosten. Aber wir nehmen noch 800 plus pro Monat. Okay, also wenn es sehr knapp wird, doch größere machen. Weil es, ihr seht, ja, es werden immer größere Gebäude. Jetzt haben wir gerade momentan Stress. Machen wir doch mal auf Normalgeschwindigkeit. Ja, mal kurz schauen. Wieso sind jetzt die hier verlassen?
einfach nicht gerade gut besetzt, okay. Es fehlt an reichen Leute. Vielleicht irgendwo noch ein Park hinstellen. Naja. Ja, auf Ge schnell Geschwindigkeit kann dieses Game halt ein bisschen stressig sein. Ja, wir müssen wirklich diese Meldungen wahrscheinlich ausstellen. Ja, er nervt sich immer noch darüber, dass wir zu wenig Wasser haben. Wie viel Wasser haben wir eigentlich jetzt? Fast voll, ja. Ich würde das mal nehmen, weil wir brauchen jetzt nicht so viel Geld. So, jetzt hast du auch genug Wasser. Also wenn jetzt du nicht genug Wasser hast, dann weiß ich ja nicht mehr, lieber welche Wegtätige, welcher Politiker da zustehen. Also wir haben 8600 noch. Gut. Jetzt haben wir fünf, ja weniger als, nein, ein bisschen mehr als 500. Okay. Als nächstes, was könnten wir als nächstes machen? Nochmal Mission. Sig Boss zu reviewen, haben wir schon gemacht. River. Oh, Catalina Haus, cool. Ja. Ui, bin immer noch ein bisschen gestresst. So viel Reklamationen, eieiei. Immer alles in einem wütend sein, genauso wie im Internet, diese toxische Community ab und zu. Nein, das Spiel hat dieses Feature nicht. Ich muss rummotzen, ich muss herummotzen. Genau das gleiche ist hier. Die müssen herummotzen, diese Leute. Ja, jetzt ist alles wieder gut. Okay, wir brauchen eine Feuerwehr, eine gute Feuerwehr noch. Aber die Feuerwehr ist einfach viel zu teuer in diesem Spiel. So schaut 250. Ja, und hat zu wenig Reichweite, hä? Ja. Nein, das kann ich einfach nicht machen. Es ist einfach viel zu teuer. Genau, Landebahn, die würde ich jetzt nehmen, aber dafür müssen wir, ja, müssen wir noch um zwei Drittel die Stadt erhöhen. Okay. Dann nehmen wir doch mal House of Worship. Das ist genau. Wieso Worship? Naja. Ich soll das eben mal verstehen. So, aber das ist natürlich ein Gebetshaus und kein Worship. Aber was die englische Sprache eigentlich so mit der deutschen zu tun hat, eigentlich recht wenig. Also, so Worship würde sehr schlecht so War Kriegstreiben oder so anstelle von Gebetshaus. Keine Ahnung. Wer sich besser mit englischen Sachen auskennt, darf gerne mal das ein bisschen erklären, wieso es Worship heißt. Naja. Als nächstes haben wir dieses Konferenzzentrum. Aber wo ist das? Hier? Weit unten? Genau hier. Convention Center 220. Ja, das brauchen wir noch nicht. Also, das tut einfach die blauen Gebiete, glaube ich, ein bisschen verstärken, also dass sie mehr genutzt werden. Und da haben wir so viel schon. Also lieber nicht Geld ausgeben. Und dafür, was brauchen wir jetzt zum Ding? Sind immer noch blau? Immer noch blaue Gebiete? Ja, ich möchte gerne hier oben schon ein blaues Gebiet machen. Das ist das jetzt. Das ist jetzt der Friedhof. Nein, den Friedhof will ich jetzt nicht. Das Majorhaus machen wir jetzt auch noch nicht. Da suchen wir uns einen schönen Platz aus. Und dem ich muss so langsam mal ein bisschen schöner bauen, aber das ist halt sehr ineffizient. Also ich würde jetzt noch nicht so direkt alles richtig platzieren. Also alles schön platzieren. Gut, dann machen wir das mal so. Wir machen hier die Straße weiter. Wir machen hier auf der Seite mal eine große Straße, eine Allee. Es ist sehr wichtig, dass die Leute auch ins Ziel kommen. Nicht da. Nicht drüben. Da. Dann machen wir es halt hier. Also so geht's nicht, aber so geht's. Das ist echt irgendwie. Hat irgendwie gerechnet.
So, dann machen wir da ein bisschen höher. Und tun da auch verbinden. Wenn es geht, genau. Dann hier normale Straßen. The Roads. Ich glaube, Fernstraßen hießen die. Da auch mal gut verbinden. Hier mal verbinden. Und hier verbinden. Jetzt machen wir hier oben sicher auch mal schon eine Allee. Ungefähr hier. Sehr gut. Dann sind die eigentlich sehr gut connected. Hier mal durch. Jetzt können wir hier überall mal diese Roads machen. Dass hier oben auch Arbeitsplätze sind, weil sonst müssen sie immer zu weit fahren. Das ist halt nicht so gut. Wenn die Leute zu viel weit fahren müssen. So, jetzt können wir dann neben der Road auch noch eine Schienenstrecke machen, Personenverkehr. Und irgendwo auf der Seite können wir auch noch einen Zug machen, der Ding ist. Ja, sag schon. Güterverkehr. Okay. Schon verbunden. Jetzt bräuchten wir vielleicht hier noch einen Verbindungsweg. Vielleicht hier auch. Komm, wir machen das schon. Eine Allee. Das ist sehr wichtig. Ja, das geht jetzt momentan nicht zu verbinden. So. Und hier auch verbinden, wenn es geht. Das ist jetzt doof, dass es hier nicht geht. Müssen wir hier kurz nochmal abreißen. Aus irgendwelchen Grund geht es nicht. Zusammen. Ja, aus irgendwelchen Grund geht es hier nicht zusammen. Liebes Spiel, du bist aber schlecht designt geworden für. Scheinbar ist das Game von 2004. 2003. Wusste ich gar nicht, dass es schon so spät war. Ich dachte, das kam früher raus. Ja, ist ja aber auch nicht unbedingt. Ja, ich glaube, es kam einfach zu spät raus. Es haben jetzt gar nicht so gerne die Leute gespielt. Ich gedacht habe, dass das Spiel einfach grafisch damals nicht mehr so gut war. Das war eigentlich der einzige Grund. Dennoch war es sehr beliebt. Also, es wäre viel beliebter geworden, wenn jetzt zum Beispiel Leute auch eher Sims City gespielt hätten als Sims. Aber Sims kam halt bei den Frauen vor allem besser an. Und ja, deshalb ist es auch viel mehr verkauft worden. Also ich kenne meistens Frauen, die Sims spielen. Zum Beispiel meine Schwester hat Sims gespielt. Lange. Und ja, andere Leute noch, die ich kenne, also. Ich kenne ja sehr viele Frauen. Ja, ich bin halt auch ein Gentleman. Nein, Scherz. So, dann gehen wir hier noch hinten. Okay, das ist eine zu viel. Das sind drei. Okay, das sah so vier aus. Hier brauchen wir keinen Verbindungsweg. Das Spiel weiß immer nicht, in welche Richtung sie die Parzellen machen sollen. Grundstücke. Ja. So, jetzt haben wir immer noch mehr Leute. Ich sollte es wollen. Es ist unglaublich, wie jetzt die Leute hier überall grüne Gebiete brauchen. Ja, ja, in die andere Richtung vielleicht. Ja, okay, dann halt nicht. Dann halt immer nach Norden ausgerichtet. Das Spiel nicht anders wie. Aber das können wir alles nachher noch verbessern. So. Und die Industrie ist immer noch Minus. Okay. Die Leute scheinbar nicht mehr als wir jetzt momentan. Jupp. So, komm, das ändern wir hier. Die Straße ist ein bisschen doof. Wenn sie einen Knick macht.
Verbindungsweg. Hier auch irgendwo Verbindungsweg. So. Einfach alles richtig planen. Sonst habt ihr immer Stau und andere Probleme. Deshalb schön richtig planen. So. Als nächstes bauen wir vielleicht hier noch einen Weg runter. So. Die Wege sollen ja auch nicht immer Nicke machen, weil sonst gibt es immer Stau an den Ampeln. Okay, also. Ja, da wird etwas Großes gebaut. Mal schauen, was hier gebaut wird. Dolan Contractors. Ja, wir haben noch keine Polizei. Wir müssten langsam mal eine Polizei machen. Okay, ist gar nicht so groß. Aber 365. So, es sind noch nicht so viele mehr Leute in die Stadt gekommen, weil wir jetzt keine Grundstücke mehr gemacht haben, grün. Da ist auch ein großes Gebäude. 335 und Mittel. So normal. Ist da nicht doppelt. Doppelt ist normal und drei Menschen sind reich. Okay. Gut, wir haben 800 plus wieder. Okay. Keine Reklamationen. Irgendwo die Polizei hinstellen. Jetzt schauen wir mal einfach so die Sachen an. Wie steht es mit Major? Okay, da ein weniger, aber da ein bisschen mehr, denke ich mal. Sieht so grüner aus hier. Also bürgermeisterliche Bewertung ist eigentlich ziemlich gut noch. Traffic ist leider an ein paar Orten langsam ein bisschen zu hoch. Wieso fährt ihr nicht hier entlang? Weil der Weg ein bisschen länger ist. Müsst ihr hier vielleicht auch noch ein Ding machen. Eine U-Bahn. Oder ein Bus wenigstens. Wo kann man Bus? Ah, der Bus ist ja hier. Manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, das Spiel will den Straßenverkehr dicht machen. Dass wir den dicht machen. Wieso fährt ihr überhaupt hier durch? Hä? Wieso fährt ihr nicht bei der Allee durch? Manchmal seid ihr schon dumm, hä? Blöde Sims. So. Ich glaube, Sims, das Wort, ist Copyright geschützt. Also, das darf man jetzt zum Beispiel nur in SimCity und Sims sagen. Simulanten. Simulanten wird wahrscheinlich gehen. Ja, ganz komisch. Irgendwas Großes für da deine Villa. Ja, eine Villa. Catalina Haus, okay. Nice. Ja, dann müssen wir hier weiterhin Wege machen. Auf jeden Fall die Allee weiter ziehen. Dann sollte ich irgendwo hier eine Allee anfangen. Geht gar nicht. Geht's hier? Nein, es geht irgendwie nicht. Einfach irgendwo die Mitte einer Allee. Ungefähr hier ist die Mitte. So. Also richtig aussuchen müsst ihr nicht. Also so richtig planen müsst ihr eigentlich gar nicht. Ich mach's jetzt einfach aus einem guten Grund. Weil ich natürlich auch wieder ein bisschen weniger Stau möchte. Mache ich jetzt so richtige Raste. Aber so Raste müsst ihr eigentlich nicht spielen, wenn ihr jetzt mehr Zeit habt. In einem Let's Play hat man jetzt nicht immer so viel Zeit. Jetzt wirklich langweilige Sachen auch zu machen. Und das mache ich jetzt einfach ein bisschen effizienter, aber so Extremes wie ich rasten musst und so müsst ihr gar nicht machen. Ich würde es aber auch empfehlen. So. Jetzt machen wir hier noch die Straßen und als andere machen wir die kleinen Straße. Einfach immer in der Mitte. So, die kleinen Straßen kommen jetzt zum Beispiel. Machen wir das so.
hier hinein, hier könnte auch noch eine kleine Straße kommen. Hier noch eine kleine Straße. Sonst habt ihr Stau, also die Verbindungsstraßen müssen immer groß sein. Und dann können wir wieder anfangen. Ich mache die, glaube ich, direkt dicht. Was bringt es, wenn man die nicht so dicht macht? Nichts. Doch hier noch einen Weg. Es können hier keine Wasser entstehen. Das sieht ein bisschen komisch aus, so dicht. Ich mache sonst die Verbindung da weg. Okay. Aber so kleine Wege, also so kleine Häuschen müsst ihr auch machen, sonst ja, die großen, ja, da fehlt es dann wirklich an Leuten auch, oder? Dann sind eigentlich immer nur Villenviertel dort. Die kleinen, ja, da habe ich es jetzt falsch gemacht. Ich mache das nochmal, ist immer richtig an, oder? Ja, hier ist da unten immer drei, nicht oben drei. Genau. So. Hier sind wieder einzelne, sehr gut. Und hier einzelne. An manchen Orten sind einfach so Dreier. Das macht jetzt nicht so viel Sinn, natürlich. So, hier sind es Zweier. Okay. Und hier sind es plötzlich wieder einer, ja. Okay, je nachdem. Das Spiel hat einfach zu wenig beim Grundstückbau zu wenig gemacht. Also dass da einfach, dass man da nicht so die richtigen planen kann, die gewollt werden. Also hier auch wieder unten drei. Also ich will jetzt hier einzelne Grundstücke, und wie kann ich einzelne Grundstücke machen? Eine bestimmte Entfernung, also so hier, nein, hier nicht. Es ging keine, also ich kann jetzt mit einer Taste, kann ich jetzt einzelne dünne Grundstücke machen. Ich müsste die jetzt wirklich einzeln verlegen. Das mache ich jetzt auch gerade. Ich habe keine Lust, so breite Grundstücke zu machen. Ja, sie werden auch nur einzeln benutzt, also es ist nicht so schlimm, wenn sie ja, so eins, so doppelt sind. Breit, ja, danke, aber darf ich irgendeine Taste genutzt, wo man Kamera springt oder so. Gut, also machen wir das noch. So. Da unten, ja, da müssen wir eigentlich auch noch. Also hier auf die linke Seite am besten. Die rechten Seite. Ja, ein bisschen Variationen noch haben. So lassen sich die Gebäude, die Grundstücke auch besser planen. Ja, und hier wieder oben und unten. Ihre Gebiete gehen ja eigentlich auch. Ne, gehen nicht. Ja, dann brauchen wir hier dringend eine Straße. Das sind auch Dreier Gebiete. Sehr gut. Es geht relativ gut. Und das ist zum Beispiel in Sims City Skylines natürlich besser gemacht. Das City Skylines ist schon einen großen Schritt voraus, aber dort gibt es Sachen, die halt in Sims City 4 besser waren. Da macht die Komplexität in City Skylines gibt es ja eigentlich immer die gleichen Gebäude im Endgame oder so, Wolkenkratzer. Es geht einfach an verschiedenen Typen Wolkenkratzer, das motiviert mich nicht so. Vor allem ist es halt auch sehr teuer. Wie viel kostet ungefähr jetzt momentan alle Add-ons für City Skylines? Sicher 200 Euro.
sogar noch mehr. Also vor allem die neuen DLCs, die sind halt sehr teuer. Also jetzt ist momentan das Flughafen-DLC rausgekommen und ich denke schon, dass das 40 € ist oder so. Ich weiß es gar nicht. Also 20 bis 40 € ist es schon wert. Also kostet es schon. Aber wert ist es vielleicht 15 € oder 10 € würde ich hier irgendwie ausgeben. So, jetzt haben wir ja gesagt, wir machen hier noch Autobahn nach oben. Das machen wir ungefähr hier. Also die Autobahn, das ist alle. Aber ziemlich Autobahn. So, dann haben wir ein großes Bauprojekt eigentlich schon bald fertig. Alles haben wir jetzt nicht gemacht. Und die ersten armen Bauern ziehen jetzt hier ein. Weil die brauchen kein Wasser. Also ich muss jetzt eigentlich hier nur Strom haben und ja, die ziehen einfach ein. Aber ihr seht, es sind keine großen Gebäude, es fehlt an Wasser. Sie bauen hier nur kleine Häuschen. Sogar Reiche ziehen hier ein und haben kein Wasser. Okay, sehr interessant. Jetzt haben wir viel Geld ausgegeben. Ja, wir haben immer noch 510.000. Und jetzt haben wir fast 2.000. Wir haben 1.500 pro Monat, was wir sammeln. Es ist wieder ein bisschen zu vom Osme. Hier hat es niemand mehr drin. Es wird nicht viel genutzt. Wieso nicht? Hier hat es viele Reiche. Okay. Es arbeitet einfach niemand dort drin. Okay, ein paar Probleme gibt es. Die Geschäfte sind nicht so gerne gut besetzt. Aus irgendwelchen Gründen sind sie ausgezogen, wahrscheinlich weil ich einfach neue gemacht habe. Sind die hier ausgezogen und sind hier oben irgendwo hin eingezogen. Das gibt es halt wieder öfters. Okay. Umweltverschmutzung ist wahrscheinlich gut. Stau ist immer noch ein bisschen. Aber ist ja überall. Ja, Wasser muss ich noch ein bisschen besser verlegen. Also die brauchen jetzt was. Zwar gehen wir hier ein bisschen weiter nach oben. Ja, das reicht. Hier sind die Verbindung herstellen, noch eins. Jetzt hier so Streifen machen. Ja, es geht. Hier geht's auch. So Streifen ist optimal. Sehr gut, es ist alles bewässert. Da oben fehlt noch ein bisschen Wasser. Schön die Blumen gießen, diese blauen Sachen, die roten wegmachen. Schön gießen. Sehr gut. Also, Wasser haben wir. Im Traffic ist jetzt oben auch nicht so gut. Diese Zwischenstraßen sind halt nötig, sonst meckert der eine. Also ich weiß nicht, wieso die Zwischenstraßen dann so viel genutzt werden müssen, weil hier hat es ja nur wenig, da ist gar nicht so viel Traffic. Eigentlich, dass das Spiel einfach ein bisschen blöde designt. Okay. Also das ist der IQ, das heißt einfach AQ auf Englisch. Ey, Samira, meine Katze kommt gerade. Ja, was willst du essen? Ich muss immer schauen, dass die nichts irgendwie Süßes stibitzt, weil die isst wirklich fast alles. Aber immer nur das Beste. Ah, Samira. Wieso muss sie jetzt schmusen? Ja? Ah, eine Katze zu haben im Zimmer ist manchmal echt mühsam. Draußen, also außerhalb vom Zimmer, habe ich sie gerne, aber im Zimmer habe ich sie meistens nicht so gerne. Bist du wieder raus? Was willst du jetzt schmusen? Ich kann nicht schmusen. Geh bitte runter von. Geh bitte raus, komm. Ja. Nein, nicht auf mein.
Bitte, Katze, bitte. Nein, geh raus. Hopp. Raus. Hopp. Muss man halt einfach ein bisschen schneller machen. So, jetzt. Jetzt kann ich halt. Richtig schlimm. Gut, wir speichern jetzt mal, sonst crasht das Spiel noch. So. Und hier müssen wir einfach schauen, dass wir noch ein bisschen ja, die zwei wichtigen Sachen, eigentlich das die wichtigsten Sachen haben. Schule. Und zwar machen wir die Schule, so dass es alles ein bisschen abdeckt. So, also hier machen wir Schule hin. Ja, ich brauche keine City-Halle. Nein. Eine City-Halle gibt es in Dragodia nicht. Und hier noch ein Gebäude. Wie heißt es auf Deutsch? Das hier? Nein. Das ist die, wie reich die Gebäude sind. Crime, Education, Traffic, Zones. Health ist es. Okay, Health, also das machen wir jetzt hier daneben. Genau, so hin. Und jetzt müssen wir einfach hier eine Verbindung machen. Eine Verbindung. So. Einfach einen Weg hin. So. Und hier machen wir jetzt die Bushaltestelle, oder? Nein, besser. Wir machen die City Station hier. So. Hier machen wir die Bushaltestelle. Muss ich etwas bauen. Hier die Bushaltestelle. Und irgendwas könnten wir noch machen hier unten. Oder einfach ein kleines Häuschen lassen. So, jetzt müssen wir aber hier noch U-Bahn-Schächte machen. Hier, Subway Station. Machen wir das mal so. Oder hier rund, also schräg rund. So. Das ist auch eine bessere, eine logischere Verbindung. Da. So, hier können wir auch noch Subway Stations hinmachen. Hier oben. Finden wir doch das perfekt. So, dass es wirklich auch logisch ist. Und hier unten auch. Wieso hier irgendwas ist, ist wahrscheinlich ein Grafikfehler. Hier die Sachen sollten eigentlich auch nicht angezeigt werden. Keine Ahnung. Das Spiel ist einfach nicht fertig gemacht worden. Leider gibt es überall irgendwelche Sachen, die nicht keinen Sinn machen. Also diese Gebiete sollten eigentlich nicht zu sehen sein. Keine Ahnung. Okay, Subway Station ist ziemlich gut. Das Netz können wir natürlich noch größer machen. Und jetzt gibt es überall wahrscheinlich Stau, weil so viele große Gebäude jetzt wachsen. Gut, ein bisschen sparen könnten wir trotzdem. Wir haben jetzt noch 10.000 plus. 1.000 plus, nicht 10.000. Und das ist, weil hier weniger Studenten sind, denke ich mal. Ja, die zu. Viele Studenten. Können wir eigentlich hoch machen. Das steigt da jetzt. So. Also, wir müssen mehr Plus machen, denke ich. Wir brauchen dringend noch mehr Leute, aber arme Leute. Dann machen wir doch die Steuern für die Armen einfach nach oben. Wir brauchen nicht so viele. So. Dann werden die auch nicht benötigt, weil Arme ist natürlich doof. Arme sind halt arm. Und hier unten machen wir dann Hightech-Industrie. Ich hoffe Hightech-Industrie. Ja, da müssen wir einfach die armen Industrien einfach nochmals erhöhen. Hier. Arme. Die Preise erhöhen. Vor allem für Agrar. Machen wir sogar auf 9,4. Und 9,1. So. Hightech-Industrie sollte jetzt eigentlich steigen.
Genau. Also hier sind immer noch arme Leute wollen. Okay, das muss ich nochmals erhöhen, so, ich hoffe, jetzt gibt es mal reiche Leute in dieser Stadt. Das ist eine reiche Stadt, das ist New York City. Okay, da sind auch nicht immer überall Reiche, eher Arme. Aber gut, von der Straßenstruktur ist schon New York City. Dann gibt es ja das Central Park. Die Square da. Wie heißt sie? City Boulevard oder die Boulevardstraße mit dem Times Square. Und dort ist es ja schräg. Und das liegt einfach daran, dass, glaube ich, früher so die Indianer dort einen großen Weg hatten. Broadway, also die breite Straße hatten dort, die Handelsstraße. Und die ist bis heute eigentlich geblieben, die Form. Schräg und nicht gerade gebaut, die Straße. Deshalb ist, glaube ich, diese Straße dort echt sehr schräg. Also einzige Straße in New York schräg. Ja, alles andere sind so Blöcke. Finde ich sehr interessant, dass sie das bis jetzt eigentlich so gebaut haben. Ja, 1500 für eine Universität. Nein, danke. Tschüss. Immer diese Katzen, die stören. Ja, sie sind halt sehr gerne bei mir. Sind so gerne auch sehr spät am Abend. Ja, ich glaube, wir haben zu wenig Strom so langsam. Kostet halt auch sehr viel Strom. Gut, ja, wir haben zu wenig Strom. Jetzt brauchen wir ein neues Kraftwerk. Haben wir schon etwas freigespielt, das Ding ist? Nein. Kraftwerk Nummer 2. Machen wir hier hin. Wir hier hin. Jetzt haben wir die wahrscheinlich keine Wegverbindung mehr. Auch hier wird ersetzt, werden die jetzt reicher hier, also ziehen die weg. Aber sie werden trotzdem noch, ich weiß nicht, aber hier werden jetzt größere Dinge gebaut, Gebäude gebaut, Fabriken. Zu irgendwelchem Grund, ja, sie nehmen noch arm. Also das ist einfach die Verschmutzung, hier ist groß, deshalb kommen hier nicht Reiche hin. Aber mittlere, ist hier auch mittel? Ja, mittlere ziehen jetzt hier ein. Gut, und die verschmutzen weniger, der Batch Medium. Ja, Pollution Low. Okay. Bad Bugs. Jetzt können wir Radio. Mit Radio geht, glaube ich, einfach so ein bisschen mehr Unterhaltung. Die Leute fühlen sich wohler mit Unterhaltung. Deshalb machen wir mal die zwei weg hier. Eine sieht hässlich aus, das sind große braune Würfel. So, und dann müssen wir hier nochmals ersetzen. Okay, ist ziemlich, ja, verwirrend jetzt hier. Hier noch zwei. Hier könnten wir aber auch eine Bus, nein, hier ist die Bushaltestelle. Okay, sieht schon ziemlich cool aus. Gibt coole Gebäude hier auch. NG Place. 38 ist aber leer jetzt momentan. Oder aus irgendwelchen Gründen ist das jetzt leer. Hier, Dolan Constructors. Okay. Was hast du für einen Job? Nein, keinen Bus stehen, bitte. Die Mission habe ich schon gemacht. Auch Sick Bus Driver haben wir schon gemacht. Ja, wir müssen so langsam wahrscheinlich Polizei irgendwo hin tun.
Langsam müssen wir halt auch die Polizei in der Stadt haben. Ja, wie überall diese Gebäude. Okay. Ice Cream Delivery. Das machen wir doch kurz. Ice Cream Delivery. Ja, das haben wir aber auch schon gemacht, oder? Oh Gott. Ich bin immer sehr sensibel. Wir fahren hier ganz alleine. Niemand fährt nach Süden. Okay, hier ist es. Ah, zur Schule, klar. Jetzt hupen. So, dann als nächstes müssen wir in die neue Schule. Okay. Ja, fahren Sie, sonst müssen wir hupen. Jetzt ist die Schule irgendwo hier. Genau, hier ist sie. Gehen Sie weg. So. Jetzt müssen wir noch in die dritte Schule. Ist leider weit weg von hier. Oh nein, ich crashe. Oh, gehen Sie weg mit dem Perennial. Das geht schon, ne? Oder geht jetzt San Andreas? Ja, der gleiche alte Ami-Schlitten. Armen Schlitten von den Amis. Kombi heißt der, glaube ich. Also, das ist ein Kombi. Eine Limousine haben wir hinten im Kofferraum. Nicht bis zum Dach hoch. Das ist ein Kombi. Mein Vater hat auch immer so ein Kombi gehabt, aber viel moderner. Ist irgendwo so, bis ich ungefähr so 10 Jahre alt war und dann hat er einen neuen gehabt. Land Grab State Fairs. Wie teuer ist so ein Teil? Glaube, das ist billig. Können wir das genauso dazwischen machen? Nein, die Straßen sind ein bisschen zu eng. Hier? Okay, dann mache ich die hier hin. Genau, so ein Markt. Der kostet aber pro Monat. Nein, nicht mal. Okay, dann eben gleich mal noch eine Bushaltestelle. Ja, okay, nein, noch nicht. Ist zu ineffizient sonst. Okay, ein Jahrmarkt haben wir. Zwar mit 1200 plus. Wir haben jetzt sehr viel Geld ausgegeben. 55.000 haben wir jetzt ausgegeben. Okay, sieht aber sehr gut aus. Okay, dann als nächstes. Oh, hier ist ein schönes Gebäude. Nicht so schön, aber immerhin edel. Yasmin's Travel Agency. Okay, ist ein Agenten. Ja, ich sage, ein Agency ist so eine Art, was Agenten hat. Heißen die Sachen, wo Agenten arbeiten? Büros. Kriminalseminarium. Manche Berufe sind für mich einfach nicht gerade so klar, oder? Vielleicht für euch wahrscheinlich auch nicht. Wenn ihr euch mehr um Jobs kümmert, dann habt ihr wahrscheinlich mehr Wissen, was so Jobs betrifft. Bei der Polizei. Aber ich, ja, ich kenne nur einen Job und das ist zu werden. Ich livestreame den ganzen Tag. Jetzt gestern habe ich 8 Stunden gelivestreamt. Ja, ist natürlich schon viel. Sonst müssten Livestream eigentlich nur 2,5 Stunden ungefähr zocken pro Tag. Und ich mache es 8 Stunden lange. Genau, ich wollte irgendwo ein Revier machen. So ein Small Police Station möchte ich irgendwo hin tun. So.
haben wir wenigstens hier mal Polizei. Oh, dann machen wir lieber die Jobs noch kurz. Catch the Robbers. Also wir müssen die Räuber, bevor sie die Stadt verlassen, hinkriegen. Und hier unten können sie ja die Stadt verlassen. Ich hoffe, ich kann die erreichen. So, sofort umbiegen. So, Kern. Nein, nicht in die Richtung. Oh Gott. Sehr sensible Steuerung. Ja, hier sind sie. Und voll reinfahren. Ja, Hupen ist nicht so effizient. Okay, das haben wir geschafft. Oh. Und hier. Genau, da müssen wir. Wohin müssen wir fahren? Einfach die Stadt verlassen. Ich glaube, das ist sehr schwer, weil die Bullen natürlich immer uns auch fassen können, wenn wir irgendwo stehen bleiben. Okay, was sind Bullen? Ich sehe keine. Ich bin ein bisschen zu. Was sind. Ah, es gibt gar keine Bullen. Okay, hier können wir die Stadt verlassen. Ah, da sind jetzt Bullen. Okay, gehen wir nach rechts her. So, rechts abbiegen. Okay, hier brennt's. Also. So, und jetzt abbiegen. Und jetzt einfach rausgehen. Ja. Geschafft. So, hier wäre es natürlich näher gewesen, aber nein, da waren. Also zum Kehren, beim Kehren, wenn wir stoppen, dann fangen uns die Bullen, die zu nah sind. Okay, das kriegen wir auch hin. Ja, eben ein Polizeirevier gibt wieder neue Fahrzeugmission. Das ist cool. Die Steuerung ist halt wirklich schlecht. Wer hat diese Steuerung erfunden? Also gemacht. Der muss ja wirklich nicht gerade sehr viel gearbeitet haben. Ja, und vor allem eben, ja, man sieht halt die Fahrzeuge auch kaum manchmal. Oh Gott! Ich dachte schon, wir machen einen Mega-Crash. Aber wir sind durchgefahren. Wie dass du hier. Das ist doch Gras. So. Geschafft. Ja. Okay, wir haben das Problem gesagt, denen. Ja, die haben keine Telefone. Die Mission, die wird sehr schwer sein. Ja, wir werden vielleicht verlieren, aber dafür bekommen wir 20.000 Ebel. Das ist natürlich schon sehr ding. Ich glaube, hier dürfen die Polizei uns nicht erkennen. Ich weiß nicht, wie man fährt oder so, dass sie nicht erkennen uns. Einfach nicht zu nahe an die Polizei wahrscheinlich gehen. Wenn die halt überall auftaucht, ist es halt auch schwer. Genau, und hier nach links. Also eventuell müssen wir dafür einfach nicht so schnell fahren, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Da ist er zu. Nicht so rasend, bitte hier. Okay, wir müssen ganz schnell machen. Es ist in der Nähe zum Glück. Hier unten? Ich komme hier unten nicht hin. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist das? Wo ist das? Oh nein, ich stecke fest. Oh Gott, diese Zeit. Oh, wie komme ich hier in dieses viel zu viel Stau? Wie komme ich jetzt hier hin? Geht doch einmal aus auf die Seite. Hey, wie komme ich jetzt hier hin? Ich habe viel zu wenig Straßen gebaut. So, jetzt. Was ist jetzt doof für so eine Mission? Okay, die ist wieder gut gelegen, aber ich habe auch nur 1 Minute 25 Zeit. Okay, geht mal auf die Seite. Ihr fahrt wie schnell, wie Schnecken. Ei, manche fahren echt viel zu langsam. Hopp, hopp, vorwärts. Ist ja klar, dass überall Stau ist, wenn die so langsam fahren. Hier mit Tempo 250 unterwegs.
Ja, geht doch auf die Seite, bitte. So, jetzt, Gottchen. Um der Zeitdruck so etwas zu machen mit so einer schlechten Steuerung. Ah, Gott. Richtig nervig. Ich glaube, den Chart-Checker, da haben wir schon mal gemacht, aber ich mache das dann nochmal weiter. Und immer auf der falschen Seite. Das ist echt doof, mal, dass man immer wenden muss. Ja, das wurde echt nicht gut gemacht. Wie viel Prozent hat eigentlich GameStar SimCity gegeben? Wahrscheinlich so ungefähr 80 oder 82, 84 wahrscheinlich. Nicht gerade so eine gute Bewertung, es ist wirklich viel kritisiert worden. Aber natürlich eben noch positiv alles aufgenommen worden. Ja, ich fand, ja, es kann auch in den 70er oder 60er Wertungen sein. Ja, aber nein, da oben kann keine Stadt verlassen werden. Die Mission ist buggy. Hier oben war das Auto und hier kann nirgendwo das haben. Die Stadt kann nicht verlassen werden hier oben rechts. Ja toll, jetzt haben wir so eine blöde Gebietwolke. Ja, die Mission ist buggy. Okay, könnten sie nochmals machen? Sieht man das jetzt schon? Ja, das ist viel zu weit weg. Ja, das ist eine andere Mission. Okay. Ja, die eine Mission, die müssen wir dann irgendwie machen, wenn wir eine bessere Position haben vom Gauner. Sonst wird die fake. Also, ich konnte ja gar niemals dorthin eigentlich gehen. Was für eine mega schlechte Mission. Unglaublich. Vor allem auch im SimCity hat, glaube ich, nur 3 oder 4 Patches bekommen. Dann haben sie den Content aufgelöst. Also, ich bin echt nicht glücklich über dieses Spiel. Ja, eben, es macht halt mega viel Spaß, eine große Stadt zu bauen, nicht so kleine Städte in City Skyline. Ja. Aber natürlich ist City Skylines anders gut. Also in City Skylines kann man zum Beispiel sehr schöne Städte bauen, aber halt nicht so große. Also wir haben jetzt nicht mal ein Sechstel, ein Neuntel von der Stadt gebaut und sie ist schon riesig, die Stadt. Schon große Gebäude. Und das macht sehr viel Spaß, wenn es dann auch schöner aussieht später. So, und hier haben wir an der Straße leider Stau. Hier fahren auch wieder unsinnig viele Menschen. Wieso denn? Wieso fahren hier so viele Menschen diese Straße entlang? Echt doof, dass man alles zu großen Straßen machen muss. Eben weil die Fahrzeuge auch viel zu langsam fahren können in diesen Straßen. Da ist das Spiel halt nicht so gut. Gibt es irgendwelche Mods, die das balancieren? Würde ich gerne installieren. Aus Notfallgründen. Ja gut, dann sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Dürft gerne wieder zuschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt doch mal einen Kommentar, was euch daran gefallen hat. Ob ihr mögt, wenn ich manchmal ein bisschen zu sehr gestresst bin, aber das ist krankheitstechnisch leider ein bisschen. Kann ich jetzt nicht immer so viel dafür machen. Jetzt müssen wir hier aber noch kurz. Ja, können wir jetzt nicht gut machen. Eine Stromleitung hinbauen. Hm? Strom ist hier oben. Jetzt hat es Strom. Okay, sehr gut. So, ja, dann nochmal speichern. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.